Ja, ich heiße Mario Sovislo, spiele momentan beim 1. FC Magdeburg und bin seit 2012 in der Sportstadt Magdeburg. Ich bin Bruno Zimmermann von den SCM Youngster. Magdeburg ist eine Sportstadt, weil es nicht nur Handball gibt. Wir haben Fußball, wir haben erfolgreiche Boxer, wir haben erfolgreiche Kanuten, erfolgreiche Ruderer, wir haben eine Basketballmannschaft, wir haben Leichtathleten. Genau deshalb ist Magdeburg eine Sportstadt. Für mich ist Magdeburg eine Sportstadt, weil es einfach unwahrscheinlich viel Leistungssportler hier gibt und Sportvereine, die unwahrscheinliches Potenzial haben. Und es ist nicht begrenzt nur auf, auf den Fußball mit den 1. FC Magdeburg, sondern auch auf wesentlich mehr Sportarten, wie zum Beispiel der SCM, der auch eine Hausnummer ist. Dann kommen noch die ganzen Boxer mit den SCS Boxing, um Robert Stieglitz, Team Deutschland, Dominik Bösel. Wir haben unwahrscheinlich viele Leichtathleten, die Leistungssport betreiben, die international unterwegs sind und riesige Erfolge für uns einfahren. Einfach alles. Fußball, Handball, Schwimmen, Leichtathletik, Rudern, Kanu. Deshalb ist Magdeburg die Sportstadt Sachsen-Anhalts. Und da wollen wir natürlich den Leuten etwas wiedergeben und auch, dass nicht nur die Sportler profitieren, sondern die ganze Region von dem Erfolg etwas mitnimmt. Es ist nicht nur der Fußball. Wir sind in der 4. Liga und wenn man die Fankultur dort betrachtet, dann kann man ganz klar sagen, dass Sport also keine Liga kennt oder allgemein die Tradition. Und der Handball ist in der 1. Liga, ist unwahrscheinlich erfolgreich, sind auf dem internationalen Kurs, können wahrscheinlich nächstes Jahr international spielen, wenn die Kurve beibehalten. Magdeburg ist einfach eine Sportstadt.